Freunde der Nacht, Brandy hier und willkommen zu unserem nächsten Part Pokémon Blattgrün. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste in den nächsten Tagen, beziehungsweise in den letzten Tagen, drei weitere Parts hochgeladen worden sein. Ja, das müsste der Fall sein. Wenn nicht, dann seht ihr diesen Part zur falschen Zeit. Also es müsste eigentlich sein, dass drei Parts davor hochgeladen werden. Das wird unser neues aktuelles Projekt, welches wir durchziehen werden. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist eine Sache, aber es wird durchgezogen. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz zurück in die Thematik versetzen, in das Schema einfinden. Wir haben hier einmal Supertränke, 20 Stück. Okay, dann haben wir Schutz, das brauchen wir, Paraheiler, ein paar Gegengifte, Sonderbonbons, 2 Stück, Fluchtseile, Mondsteine, Hypertrank, was macht der hier unten? Irgendwie, ja, Retter, ein bisschen hoch und so, Sonderbonbons, ganz nach unten, Sternstaub, kann man eigentlich verkaufen, würde ich sagen. Würde ich fast sagen, wir gehen da mal rein. Ich habe total verplant, wo wir waren. Wir haben 21.000, das ist ja hier wunderschön, ganz, ganz zuckersüß, muss man schon sagen, ganz süß. Nee, muss ich jetzt nicht verkaufen. Haben wir irgendwelche Bälle noch? Okay, ein bisschen was haben wir. Ja, wobei, scheiß auf X-Angriff und X-Verteidigung auch, brauchen wir alles nicht. Yes, dann haben wir noch Schutz, das brauchen wir. Kaufen wir uns mal ein paar Gegengifte. Davon haben wir ja gegenwärtig nur 2. Wollen wir uns absichern. Paraheiler haben wir genügend. Alles klärchen, bisschen Supertränke haben wir 18. Haben wir mal daraus 20. Yay, yay. Pokeballs machen wir 5 draus. Man weiß ja nie. Kann man ja irgendwann mal benutzen. Aufwecker, Eisheiler, Schutz. I don't know. Braucht man das irgendwann mal wieder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Von daher nehmen wir uns, bevor wir uns mal in den Arsch beißen, dass wir sie nicht gekauft haben, mal jeweils 5 mit. Kostet ja, weil nichts ist untertrieben. Ne? Schon eine kleine Summe, die man da gerade bezahlt hat. Als nächstes müsste ich mal schauen, was haben wir denn alles in Orden? Den dritten Orden haben wir noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Ich dachte, wir hätten ihn erledigt. Boah, was habe ich denn dann für Pokémon-Folgen angeschaut, wenn wir hier nur 2 Orden in der Tasche haben? Irgendwas ist hier schief gelaufen. Haben wir die besiegt? Das war jetzt... Nee, die haben wir noch nicht mal besiegt. Ach, das ist kein Spielplatz. Ja, dann steigen wir halt voll ins Geschäft wieder ein. Tut mir leid, dass es übrigens so lange kein Blattgrün mehr gab. Ich denke mal, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt erklären. Oh ja, Doppelteam dich nur. Nee, keine Ahnung, ich habe es halt ein bisschen übertrieben gehabt. Ich hatte zu viele Projekte auf einmal. Ach, war klar. Mass Effect, dann hatte ich gleichzeitig auch hier jetzt Pokémon, dann hatte ich, StarCraft-Kampagne, StarCraft-Multiplayer und alles auf einmal, No-Go, geht einfach nicht, kann man nicht machen. Und Level 26, unser Monkey wie Ruffy oder wie... Oh, Geowurf. Geowurf. Werden wir einfach mal... Ja... Wie richtet Schaden gemäß Level des Angreifers an? Tritt der massigen Gegner mehr Schaden zu viel? Machen wir es einfach so. Scheiß drauf. Es war, glaube ich, ein Fehler.
aber nur aus Fehlern lernt man und irgendwann können wir uns ja die Attacken auch wieder erlernen. Als nächstes wird Pikachu eingesetzt, kein Stress, kein Breast. Wir hauen uns direkt mal einen neuen Geowurf, mal um zu schauen, was der so an Auswirkungen hat. Wenn er jetzt wirklich nur 26 Schaden macht, dann ist es ja, wie ich mir gedacht habe, völlig für den Piep Durchbruch einfach voll ins Gesicht. Der war schon mehr wert wie der Geowurf, kann man schon fast behaupten. Ja, wow, du hast mich überrascht. Welch ein Wunder. Was soll ich denn sonst tun? Ich meine, dafür werde ich bezahlt. Oder auch nicht. Ich habe jetzt nichts gesagt. So, dann wenn wir das tatsächlich noch machen müssen, hier die Arena, dann werde ich auch alle Trainer auch besiegen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es wird jetzt eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, jeden Tag eine Folge von Pokémon kommen fürs Erste. Sofern wir nicht sofern Naruto nicht hochgeladen wird. Da muss ich jetzt schauen, ob ich jetzt, oh, das war natürlich nicht gerade schwach, ob wir jetzt Naruto und Pokémon in eine Schiene stecken oder StarCraft und Naruto in eine Schiene stecken. Das müsste noch geklärt werden. Und sonst steht hier absolut nichts mehr im Weg, dass wir diese drei Projekte gleichzeitig verfolgen. Das hatte ich sowieso vor, denn ja, keine Ahnung, das sind halt nur wirklich diese drei Projekte und die kann man auch schon mal nebeneinander haben. Es ist jetzt nicht so wie letztes Mal, dass ich ungefähr 27.598 Projekte habe und kein Überblick mehr. Major Bob hat hier irgendwo Schalter versteckt. Ach, was du nicht sagst. Hier ist nichts bloß Abfall. 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 Ah, hier ist immer noch nichts bloß Abfall. Hier ist 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 immer noch nichts bloß Abfall. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Je, hier ist ein Schalter versteckt. Oh yeah. Machen wir es mal so, zack. Hier ist, jetzt wollen wir wetten, der Schalter ist nicht mehr hier. Hier ist nichts bloß Abfall, ja. Schalter bewegen sich ganz einfach. Immer noch nichts. Und immer noch nichts. Und immer noch nichts. Major Bob hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp, der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Das ist ganz, ganz große Leistung, aber das stimmt nicht. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist immer noch nichts. Ja, hier ist ein Schäfer. Ja, dann probieren wir es mal selber. Oh, hier ist nichts. Oh, Motherfickuren. Was? Habe ich was gesagt? Ich gedenke nicht. Ja, hier ist der nächste Schalter. Dann probieren wir es gleich nochmal. Hier ist... Scheiße. Hier ist nichts bloß Abfall. 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 Hier ist immer noch nichts bloß Abfall. Nein. 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 Ah, nein. Ah, nee. Ah, hier ist ein Schalter. Wir haben den rechts. Probieren wir es mal. Aber bevor wir zu dem gehen, haben wir noch eine weitere kleine Made zu bekämpfen. Ja, was macht man jetzt am besten? Ich will jetzt auch nicht den Monkey zu sehr trainieren. Probieren wir es mal mit der Fackel. Die leuchtet so schön. Ja, wird schon irgendwie hinhauen. Ich meine, der hat, glaube ich, nur ein Pikachu oder so. Von daher, Major Bob war mein Ausbilder. Ja, das ist natürlich schön für dich, aber es bringt dir nun auch nichts, dass Major Bob dein Ausbilder war. Ich mach dich letztendlich doch fertig und ja, probieren wir es mal mit der Metallklaue. Oh, jetzt geh mir nicht auf die Nüsse mit deinem fucking Double Team Effect. Ultimativ.
das macht so viel Spaß. Aber immerhin paralysiert. Ach so, ich. Ja, toll. Da brauchst du ja nicht mal mehr Ruckzuckieb, damit du gewinnst. Damit du schneller bist als ich, aber. Wisst ihr? Oh fuck, ich habe gedacht, da ist noch ein Kratzer, aber da ist wohl ein Heuler. Dann geht sie auch noch daneben, die Attacke. Das ist natürlich ein ganz, ganz kleines Pokémon, was ich hier mache. Ganz klein. Das war, wie es Mord sagen würde, ganz kleines Pokémon. Ganz klein. Gegen Major Bob. Fackel, tut mir echt leid. Ich würde dich echt gerne benutzen, aber da ist, glaube ich, Monkey die deutlich bessere Wahl. Hey Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du so... Hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich... Oh, Entschuldigung. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Ja, Major Bob, zeig uns, was du kannst. Volt Boy. Ja, das wird dir nichts helfen. Schick's mir halt einen Ultraschall hin und so. Aber ich probier's mal mit Karate Schlag. Nützt fast schon mehr als wie so ein fucking normal Play-Dings da. Zack! Und nochmal. Game over, Voltball. Monkey könnte jetzt fast schon Level 28 erreichen. Ja. Klingt fast schon so nach Pikachu. Und danach kommt, wie jeder es sich denken kann, Raichu. Und dann Heilung aktiviert. Dass die Donnerwelle jetzt trifft, das ist natürlich alles nur nicht vorteilhaft für uns. Scheiß drauf, wir werden natürlich macht ein Doppelteam. Was macht er denn auch sonst? Ah, Fluchtwerk. Ja, ja, kein Problem. Machen wir dann. Ach. Was erwarte ich denn auch von meinen Pokémon? Dass die angreifen? Nein, bitte euch. Ach, Quatsch. Jetzt trifft er auch noch nicht mal. Wett mal. Also, ich... Was denn auch sonst? Ich meine, warum treffen? Das ist doch viel schöner daneben so. Dann mach mal spannend und so. Und na, ist alles... Oh ja. Jetzt übertreibst du es, okay? Jetzt reicht's, okay? Hast jetzt... Ich habe hier auch ein Parallel gegeben. Jetzt kannst du auch... Natürlich. Was auch sonst? Machst du bitte mal hier einen Karateschlag und... Natürlich. Ey. Ah, ja. Fünfmal Doppelteam. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe 1 zu 27 Billionen. Und gewinne ich früher im Lotto. Ist wirklich so, Leute. Gewinne ich früher im Lotto. Mit dieser Taktik, die er gerade auffällt, gewinne ich früher im Lotto, als dass ich ihn einmal treffe. Jetzt macht er schon Schockwelle. Macht nicht viel. Macht nicht viel, glaube ich. Nein, macht auch nicht viel. Aber ich treffe nicht. Das ist... Macht zwar nicht viel, aber ich treff's nicht. Jetzt macht er mich schön... Jetzt schockwellt er mich schön, oder was? Und ich treff nicht einmal. Was soll denn der... Schwanzlutscher? Boom! Ah ja, das tut mir schon weh, muss man schon sagen. Ey, jetzt ist echt peinlich. Jetzt ist echt peinlich. Jetzt wird's echt peinlich. Ach, jetzt kommt... Nochmal das Ganze, bis er anfängt zu verzweifeln einzusetzen, oder wie? Ja, so viel habe ich aber nicht an Tränken, glaube ich. Ja, wobei, doch, könnte ich schon... Oh, jetzt reicht's aber. Komm schon, Monkey. Jetzt, Monkey. Ich glaube, es reicht, oder? Oh, es ist schon eine ganz harte Sache, was hier gerade passiert. Ganz, ganz, ganz kleines Pokémon. Und ich werde mit euch jetzt, wenn ich jetzt treffen können, bin ich paralysiert. So und nicht anders. Also das ist es einfach. Seine Schockwelle kann er sich so... Oh, Volltreffer, den kann er sich sonst wohin schieben. Natürlich, ich wusste. So, wir werden das jetzt ganz einfach machen. Wir heilen uns noch einmal. Dann machen wir die Paralyse nochmal weg. Und danach probieren wir es mal mit einer anderen Attacke. Vielleicht trifft diese ja. Ich hege immer noch die Hoffnung, dass diese vielleicht dann nochmal treffen könnte.
Ansonsten wird das hier ein ziemlich zähes Ding. Und auch in unserem besten Fall wird die Schockwelle uns jetzt auch nochmal paralysieren. Nee, haben wir Glück gehabt. Machen wir mal den Durchbruch. Ah, natürlich. Was denn auch sonst? Fick deine Mutter, du Hurensohn. Was? Habe ich was gesagt? Nein, habe ich natürlich nicht. Was die KI auch sieht, dass ich mich irgendwie deparalysiert habe. Oder wie man da sagt. Oh. Oh, fuck. Und dann noch geil. Das war verdient. Das war verdient. Also das war auch eine Geduldsprobe, muss man schon sagen. Wir opfern unseren Sardan oder wie es heißt und müssen uns jetzt erstmal heilen und deparalysieren. Oh. Nee, das geht gar nicht. Das hat mir gerade echt jeden Einzelnen... Wenn er jetzt anfängt, sich auch noch zu double-teamen, dann mach ich ihn... Nein, dann kastriere ich den Typen. Ich kastriere ihn eiskalt, ich schwör's euch. Der will mich provozieren. Der... Wusa. Wir machen das jetzt so, wir heilen uns erstmal. Ja. Wir holen unser Monkey, die Ruffy Kidline da raus direkt. Dreimal Doppelteam hat er schon benutzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen, ist gleich mal... Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher, dass wir im Lotto fünfmal hintereinander gewinnen. Das wird mir echt gerade echt... Also ich... kriegt man ja fast einen Orgasmus. Ich glaube, die können dreimal so hart reinhauen. Oh ja. Natürlich, warum den Kampf entscheiden können, wenn man ihn auch verlieren kann? Na, warum denn auch? Ich hätte einfach direkt draufhalten sollen. So kann ich mich jetzt jede Runde schön fisten lassen. Guck mal, jetzt greift er immer wieder als erster an und... Beleber habe ich natürlich auch nicht. Warum denn auch? Ich bitte euch. Schick mal unser kleines Pikachu-Lein. Na, das bist du, wenn du entwickelt bist, Kumpel. Das wird nicht effektiv. Aber es nützt ihm trotzdem eine Menge. Hast du einen Rückzug? Nein, du hast eine Donnerwelle. Das macht mich natürlich ganz stolz. Ganz stolz macht mich das natürlich... Es hat mich mal stolz gemacht. Ich hoffe, du überlebst noch einen Angriff. Dann kannst du vielleicht noch eine Donnerwelle reinhauen. Wäre Zucker. Wäre echt Zucker. Na, Zucker. Was? Das ist... Yes, das ist doch... Ah, kann man ihn uns nochmal... Jetzt kämpfen wir mit Pikachu. Den Kampf haben wir mit ihm angefangen. Den Kampf ziehen wir mit ihm durch. Natürlich. Was denn auch sonst? Was auch sonst, Leute? Was denn auch sonst? Kein Problem, nochmal hinterher. Komm. Wir machen das Ganze nochmal. Das lassen wir uns nicht geben. Zack. Ah, Zucker. Ganz, ganz großes Zuckerkino. Jetzt haben wir ihn nämlich paralysiert, und dann... Oh, fast. Hätten wir fast geschafft. Ah, wir müssen jetzt immer jedes zweite, dritte Mal heilen. Ah, jetzt müssen wir schon heilen. Ich habe keinen Bock, dass der Pikachu abkratzt. Erstmal hier, zack, direkt einen schönen Supertrank reinhauen. 40 KP. So kann man das machen. Das wird jetzt heute mal ein etwas längerer Part, 20 Minuten oder so. Wir werden auf jeden Fall den Kampf komplett mit reinschneiden. Oh, dass der Treffer mal sitzt. Oh, ist das wunderschön. Das ist schon hier ganz... Ganz großes Kino, muss man schon sagen. Einmal nochmal einen Supertrank hier bitte. Und dann hauen wir nochmal einen Supertrank für Monkey rein. Für den... Oh, Rachel ist paralyzed. Oh. Das gibt uns natürlich einen ganz großen Vorteil hier. Wir haben 6 Pokémon, 5 davon sind voll, 3 davon paralysiert. Wir sind natürlich schwer gehindert oder behindert dadurch. Kann man nichts machen. Warum das? Wir können doch noch mal hier schön einmal angreifen.
Oh, und dann treffen. Oh nein, das war natürlich nicht clever von mir. Jetzt kommt eine Heilung. Ah, jetzt kommt eine Heilung. Das war nicht clever. Und dann treffen wir. Und dann treffen wir auch noch nicht. Das ist natürlich... Ah, das ist natürlich noch größer. Größeres StarCraft. Ach, kann der nochmal doppelteamen? Also, Fickruhe. Mann, das wird sogar mehr als 20 Minuten. Ja, jetzt hat er aber... Jetzt battlen wir uns. Jetzt battlen wir uns. Jetzt battlen wir uns allerdings. Wer verfehlt öfters? Das ist natürlich hier... eine Sache der... eine extreme Geduldsprobe hier von uns, die wir uns auferlegt haben. Eine ganz große Geduldsprobe. Warum haben wir kein Doppelteam? Und dann hätten wir es alles ausgeglichen. Alles hätten wir ausgeglichen. Nein, ich Vollidiot musste natürlich Doppelteam aus dem Team entfernen. Na jetzt. Wie lange hat denn der Schockwelle noch? Das hat, glaube ich, 25.000 Treffer oder so. Also... ja, also jedes vierte Mal oder so treffen wir jetzt, oder das dritte Mal, ist natürlich eine ganz besondere Quote für uns. So langsam gehen uns aber auch Tränke aus. Wir müssen also mal aufpassen, wie wir hier agieren, wohlgemerkt. Pikachu, du kannst das natürlich jetzt auch ein bisschen hier damagen und so. Und bestenfalls auch keinen Volltreffer abkassieren. Und dann wäre alles geregelt bei uns. Ich probiere es jetzt einfach mal ein Risiko. Ah, jetzt war ja klar. Und jetzt Schockwelle und jetzt ist Pikachu tot, oder? Oder? Ne. Puh. Oh, fuck, hey. Drecksnutten. Aber dafür brauchen wir jetzt den da. Wir haben natürlich tausende von Tränken. Der natürlich nicht. Ah, jetzt hat er keine Schockwelle mehr. Jetzt hat er keine Schockwelle mehr. Das ist natürlich, das ist natürlich, ach. Das ist natürlich Zucker. Jetzt sind sie alle paralysiert. Das macht natürlich noch, wer hat immer noch Schockwelle? Also, was stimmt denn bei dem nicht? Was ist denn das denn? Nee, da heilen wir uns lieber nochmal. Das muss man echt, also wir müssen es schaffen, dass er nur noch Ruckzuck-Keep hat. Und das wird er bald nur noch haben, weil das wäre echt unfair, wenn das Spiel ihm weitere Dinger gibt. Jetzt triff doch mal mit deinem Slam. Jetzt bitte, komm schon. Oh, jetzt bitte, die Paralyse, die stört uns doch kaum. Unser Monkey, oh, jetzt... Alter, leck mich doch fett am Sack, ey. Jetzt hat er endlich. Oh. Ah, jetzt gibt's gleich wieder einen verdammt nochmal eine Heilung. Habe ich das Gefühl, wenn wir nicht, wenn der Rucksack gibt. Nein, er trifft nicht, das heißt unser Ding ist tot. Oh fuck, das war natürlich ganz mies. 15 bitte. Noch 3. Oh. Fuck, Dreck. Das war hart, knapp. Hart am Limit. Jetzt müsste er aber keinen mehr haben. Ich meine, das wäre... ja, sonst echt unfair. Oh Mann, bitte. Wie viele hatte der? Jetzt trifft Pikachu, bitte. Nein. 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 Hat sonst... die hat Ruckzuck. Oh mein Gott, sie ist die Retterin des Tages und damit auch der 25-Minuten-Folge. Sie macht Ruckzuckieb und ist vorbei. Natürlich nicht. Was denke ich mir eigentlich dabei? Ich habe vergessen, dass der... dass er 28.000-fach hier Ding hat, ne? Fluchtwert gesteigert, aber... jetzt hat er aber keine Schockwelle mehr, immerhin. Oh, Täubchen. Komm schon. Oh. Yes, baby. Oh. Das gibt's doch nicht. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung vielleicht dir den Donnerorden. Brandy gewinnt. Bla bla bla. Oh, fuck, war das hässlich.
Die Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Brennheal Team 34 Schockwelle. Ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Oh, endlich, Mann. Das war ja... Oh, fuck, war das lässig. Oh, Leute, das... darauf erstmal ins Pokémon Center und abspeichern und das war's dann auch. Ich habe keinen Nerv mehr für sowas. Erste Pokémon-Folge und dann erstmal schön direkt ins Gesicht bekommen. Nee, das macht keinen Spaß. Heilen. Und dann wünsche ich euch hiermit einen schönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich werde Pokémon durchgehend produzieren. In dem Sinne. Bis dahin. Chosen.